Thorsten Wessely, diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg. Genau, was passiert hier heute? Ja, gegen 12.30 Uhr wurden unsere Einsatzkräfte hier in den Rahlandsweg alarmiert in Hamburg-Rissen, weil Passanten festgestellt haben, dass es in dem Dachstuhl eines historischen Reetdachgebäudes hier im Hintergrund zu sehen zu einer Rauchentwicklung und Feuerschein gekommen ist. Passanten hatten dann die Bewohner, ein Paar aus dem Gebäude, rechtzeitig warnen können, sodass die Bewohner sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit begeben konnten. Und als die Einsatzkräfte dann vor Ort hier eintrafen, die Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Ostdorf und die Freiwillige Feuerwehr aus Rissen, stellen diese fest, dass es eine massive Rauchentwicklung schon im Stadtteil gab und auch Feuerschein aus dem Dach schon deutlich erkennbar war und dieses auch einen schnellen Brandverlauf nahm. Daraufhin hat der Einsatzleiter sofort die Alarmstufe Feuer 2 erhöht, um noch zusätzliche Einsatzkräfte hier an die Einsatzstelle zu bekommen, die auch die Wasserversorgung hier im Stadtteil gewährleisten mussten, weil die mitunter doch relativ schwierig ist. Durch einen massiven Löschangriff aus mehreren B-Rohren und über die Drehleitern der Feuerwehr konnten diese eine Riegelstellung aufbauen, sodass ein Bürogebäude angrenzend an dieses Wohnhaus geschützt werden konnte und nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenngleich auch der Dachstuhl dieses Gebäudes hier im Hintergrund zu sehen deutlich in Mitleidenschaft gezogen war, trotz des massiven Löschangriffes. Es ist zu einem massiven Brandverlauf gekommen, der auch mit einem massiven Löschangriff hier nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen war. Und Nachlöscharbeiten beschäftigt, die uns auch noch eine Weile hier in Atem halten werden. 100 Einsatzkräfte waren hier in der Spitze vor Ort. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf muss jetzt geklärt werden, wo die Bewohner unterkommen können. Das ist in Absprache mit der Polizei gerade in Klärung. Parallel dazu hat der Einsatzleiter gleich zu Beginn noch eine Warnung der Bevölkerung erlassen, dass Türen und Fenster im Umkreis von 500 Metern um die Einsatzstelle bitte geschlossen gehalten werden und auch die Lüftungsanlagen von Gebäuden bitte auf Umluft zu schalten sind, damit keine Gefährdung für die angrenzende Bevölkerung hier entsteht. Wie ist das mit Reetdachhäusern? Ist das ein schwieriger, sage ich mal, das Löschen als jetzt ein Brand in einem... Ja, also Brände in Reetdachhäusern sind für uns immer eine besondere Herausforderung. Das liegt in der Natur der Sache, dass es, wenn dieses Reet, wenn es trocken ist, dann doch, wenn es in Brand gerät, doch einen schnellen Brandverlauf und fulminanten Brandverlauf dann nach sich zieht, der nur mit einem massiven Löschangriff aus mehreren Rohren dann auch zu bekämpfen ist. Hier war bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Brand schon so weit fortgeschritten, dass wir hier, wie gesagt, nur noch von außen löschen konnten. Von mehreren Seiten mit einer Riegelstellung zur einen Seite und wie gesagt massive Brandbekämpfung von der anderen Seite. Ein Innenangriff war nicht mehr möglich und trotzdem hat es hier einen massiven Brandverlauf gegeben, sodass wir diesen kapitalen Schaden hier im Hintergrund sehen.